Vielen Dank für die Einladung. Magst du dich kurz vorstellen? Sehr gerne. Mein Name ist Ann-Marisa Frese. Ich arbeite als Director bei der M&A-Beratungsgesellschaft Pure Equity Advisors. M&A, war das schon immer das, was du getan hast? Nein, nicht ganz. Ich habe vorher eine eigene Firma gegründet, eine Firma, die eine Marktplatz-Software entwickelt hat. Und dort haben wir ein Projekt drauf gehabt, das hieß Kizio. Auf dem Marktplatz konnten Hersteller von Lebensmitteln ihre Produkte im Direktvertrieb an Endkunden verkaufen. Und wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Marktplatz für diese Lebensmittel zu gründen? War das irgendwie Leidenschaft zum Essen oder war das einfach nur sozusagen die Idee, die du dann mal hattest nachts um 12? Naja, nicht ganz so. Also ich habe nach dem Studium habe ich angefangen bei Axel Springer zu arbeiten im Bereich elektronische Medien, dort als Analystin gearbeitet. Hatte schon sehr viel mit Online-Geschäftsmodellen zu tun und konnte dort sehr tief einblicken eigentlich in verschiedene Modelle und hatte irgendwie immer so ein bisschen Lust, auch was Eigenes zu machen. Und da hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ich war im Urlaub auf Rügen und hatte ursprünglich dort mal so Sanddornsaft entdeckt, den ich total klasse fand und war dann zurück in Berlin und dachte, ach verdammt, wo kriege ich diesen Sanddornsaft her, weil der einfach so gut war. Und dann kam die Idee, ah ja, man könnte den ja direkt bestellen beim Produzenten und warum ist das eigentlich sonst nicht machbar? Und so hat sich das nach und nach entwickelt und dann ist Kizio daraus geworden. Und was ist dann mit Kizio passiert? Wir haben den Marktplatz entwickelt, also die Software dafür entwickelt. Das hat ungefähr 2,5 Jahre lang gemacht. Haben dort am Schluss 500 Verkäufer drauf gehabt. Was heißt am Schluss? Wir haben 500 Verkäufer drauf bekommen. Haben die Software so weit weiterentwickelt, dass sie rund lief, dass wir dort Transaktionen drüber abwickeln konnten. Aber ab einem bestimmten Punkt haben wir gemerkt, dass es eigentlich jemand machen muss, der wirklich mehr Insights in die Lebensmittelbranche hat. Weil Lebensmittel online ist nicht so ganz so ein einfaches Thema. Und es war auch nicht unbedingt unsere Kernkompetenz, die Lebensmittel zu beschaffen, sondern wir haben uns mehr auf die Entwicklung der Software konzentriert. Das haben wir also gemacht. Wir haben das Modell genommen, haben die Software einmal mit dem Content-Bereich verkauft und haben getrennt davon die Software als Marktplatz-Software lizenziert. Okay. Und jetzt bist du sozusagen hier bei Pure Equity. Wie ist es dazu gekommen? Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil letztes Jahr im Sommer ungefähr haben wir eben das Kizio-Projekt verkauft und dann habe ich gedacht, okay, ich mache irgendwie erstmal ein bisschen ruhiger, mache irgendwie erstmal nichts und schaue mich um, was ich jetzt nächstes machen möchte. War mit sehr, sehr vielen Leuten in Kontakt, es haben sich total tolle Projektangebote für mich ergeben. Ich habe auch überall irgendwie hingehört und gedacht, kommt das oder das in Frage. Und dann letztes Jahr im Dezember ungefähr hat sich das mit Julian Riedelbauer eigentlich ergeben, wo ich gesagt habe, oh super, da habe ich total Lust drauf und ihn würde ich gerne unterstützen und mit dabei sein, wenn es im Januar losgeht mit Pure Equity Advisors. Was ist der größte Unterschied deiner Meinung nach im Aufbau eines Online-Startups und jetzt sozusagen auf der anderen Seite von Unternehmen oder Startups zu sitzen in Richtung Beratung und M&A? Also ich bin natürlich in einer relativ komfortablen Situation. Für mich ist das M&A-Geschäft recht neu. Julian Riedelbauer macht das natürlich schon sehr, sehr lange. Von daher ist es nicht ganz für mich so ein Startup-Feeling, dass ich bei Null anfangen muss, wie es bei Kizio der Fall war. Da war es wirklich, dass ich von Softwareentwicklung, von Lebensmitteln, von dem ganzen Thema relativ wenig wusste und mir das alles selber aneignen musste. Jetzt ist es natürlich der Vorteil, dass mit Julian zusammen ich jemanden an meiner Seite habe, der super kompetent ist und von dem ich sehr, sehr viel lernen kann. Von daher ist es ein bisschen anderes Startup-Feeling. Wir haben zwar trotzdem Startup, weil die Büroräumlichkeiten natürlich leer waren, wir irgendwie angefangen haben und erstmal Rechner gekauft haben, Möbel aufgebaut haben, Möbel bestellt haben, das Büro eingerichtet haben, das ist schon wirklich Startup-Feeling. Ansonsten ist es mehr
sofort loslegen, weil sehr, sehr viele Kontakte schon direkt nach der offiziellen Info, dass Julian und ich zusammen die M&A-Beratung machen, schon so viele Kontakte auf uns zugekommen sind, die alle als Potenzialmandanten uns angefragt haben, dass diese typische ruhige Aufbau oder diese Aufbauphase gar nicht so unbedingt da ist. Ist ja schon eher eigentlich so der untypischere Weg, sage ich mal, von Startup hin jetzt zur Beratung. Viele machen es ja andersrum. Was sind die größten Vorteile für dich, es so rum zu machen? Ja, kann ich dir ganz klar und deutlich sagen, weil das so unglaublich spannend ist in der M&A-Beratung, wie viele Einsichten und wie viele Hintergrundinformationen man eigentlich bekommt zu verschiedenen Startups, zu Online-Unternehmen, zu der ganzen Branche eigentlich, weil vorher als Unternehmerin mit einem Startup kannte ich meine Software, ich kannte meine Kunden, meine Industrie, mein Segment. Und jetzt habe ich auf einmal 20, 30 Firmen, von denen ich überall die Einsichten bekomme, wie funktioniert das Business, wie ist das Modell dahinter, was sind die Competitors, wie sind die Zahlen, das ist was ganz, ganz anderes und das gibt einem nochmal einen ganz neuen Einblick eigentlich. Mhm. Vielleicht auch sage ich mal, Inspiration, um vielleicht später doch nochmal wieder ein eigenes Startup zu gründen, oder denkst du, das ist jetzt das, was du die nächsten Jahre machst? Auf jeden Fall macht es im Moment so viel Spaß, dass ich mir gerade nichts anderes vorstellen kann. Das ist doch schön, sieht man dir an, dass das Spaß macht. Wie ist jetzt die Aufgabenverteilung hier bei euch bei Pure Equity? Also wir sind im Moment ein Team von 4 Personen. Das ist Julian Riedelbauer und ich. Wir machen im Moment wir sind viel beim Potenzialmandanten vor Ort. Wir machen auch die Projekte. Entwickeln im Grunde das ganze Mandat ab. Unterstützt werden wir von einem Analysten und unserer Assistentin, die hier im Büro alles coachen und alles im Griff haben. Und für die Mandate an sich arbeiten wir noch zusammen mit einer Strategieberatung. Das ist die Beratungsgesellschaft Arkwright aus Hamburg. Mhm. Die unterstützen uns beim Folienbau und bei der Dokumentenerstellung. Und wir arbeiten noch mit dem Matthias Hohensee in den USA zusammen. Das ist der Korrespondent von der Wirtschaftswoche. Vielleicht kennst du den auch. Der schreibt einmal in der Woche eine Kolumne in der Wirtschaftswoche. Der unterstützt uns in den USA. Und wir sprechen auch dort im Moment noch mit einer M&A-Boutique, die für uns die Ansprache der potenziellen Käufer in den USA uns dabei hilft. Ja. Okay. Was sind jetzt die spannendsten Aufgaben für dich in den nächsten Monaten? Also ganz klar, einmal den ganzen Prozess mitmachen, von vornherein Potenzialmandat ansprechen oder mit ihm sprechen, sehen, wie sieht die Firma aus, sich die Zahlen anschauen, schauen, wie können wir die Firma richtig gut darstellen, damit wir am Ende eine super Bewertung erzielen können für unseren Mandanten. Und angefangen von diesem Prozess über die Dokumentenerstellung, über die Ansprache zu potenziellen Käufern, über die Managementpräsentation bis hin zu den Verhandlungen und am Ende das Closing zu machen, da freue ich mich total drauf. Was sind die nächsten Projekte, wo soll es hingehen? Bei dir persönlich natürlich und auch mit Pure Equity Advisors. Bei mir persönlich geht es darum, ich möchte sehr, sehr gerne das einbringen, was ich schon gelernt habe in meiner Zeit selber als Unternehmerin. Ich freue mich darauf, auch den Blickwinkel unseres Mandanten zu verstehen und zu wissen, wie ist es eigentlich, wenn man seine eigene Firma verkauft, und die Erfahrungen, die ich selber gesammelt habe, mit einzubringen. Weil vieles ist neu, aber ein Teil davon, glaube ich, kann ich auch selber ganz gut beitragen zu der Branche. Und in der Firma? In der Firma natürlich Pure Equity Advisors richtig groß und richtig erfolgreich zu machen. Das hört sich ja alles super an, Marisa. Ich freue mich auf jeden Fall, eure Entwicklung zu beobachten. Und vielen, vielen Dank für die Einladung in euer neues Büro. Es ist sehr, sehr schön. Dankeschön, wenn es noch nicht vollständig ist. Ich freue mich auf jeden Fall, mehr von euch zu hören. Ja, sehr gerne. Ich halte dich auch sehr gerne auf dem Laufenden. Dankeschön.